die mit dem albtraumfarbenen Nachbarn, Alp, na sage mal, dieses mit der Prinzessin und dem Albtraummonster. Alische Kröten. Heute ist Welttag des Buches und deswegen dachte ich, mache ich mal dieses Video, was alle anderen Booktube-Menschen schon Anfang des Jahres gemacht haben oder Ende des letzten Jahres. Nämlich, ich zeige euch 19 Bücher, die ich 2019 lesen will. Ja. Davon werde ich wahrscheinlich die Hälfte nicht schaffen oder mehr oder wie auch immer. Aber ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe so viele ungelesene Bücher hier. Der Stapel muss unbedingt reduziert werden. Und dabei sind wirklich Titel, die auch schon mir unter den Fingernägeln brennen. Und am Ende des Jahres können wir ja mal gucken, wie viel ich davon tatsächlich geschafft habe. Wir fangen mit zwei Büchern an, die ich noch nicht hier habe, aber die schon auf meiner imaginären Liste stehen und die unbedingt gelesen werden müssen. Und zwar ist das einmal Das Leben ist eines der härtesten oder eins der härtesten von Julia Becker. Es ist gerade im Rowohlt Verlag erschienen. Ich blende euch es euch hier irgendwo ein. Und das klingt so unglaublich gut und nach einfach einem guten Leserlebnis mit skurrilen Figuren. Und ich kann euch jetzt nicht mehr so richtig sagen, worum es geht. Ich habe es mir schon dreimal durchgelesen, aber es klingt einfach nach einem Lesespaß und deswegen will ich es unbedingt lesen. Das zweite Buch ist Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauer. Da gibt es, das wurde jetzt verfilmt mit der wunderbaren Nora Tschirner und dem nicht weniger wunderbaren Alexander Fehling. Und der Trailer sah so gut aus, dass ich jetzt unbedingt erstmal das Buch lesen muss. Bücherwunder hat es auch empfohlen auf ihrem Instagram-Account und da dachte ich schon, interessant. Und ja, das muss unbedingt gelesen werden, bevor der Film geguckt wird. Es klingt auch sehr cool. Es geht um zwei Leute, die aus Versehen E-Mails miteinander schreiben und dann wird es eine sehr interessante und sehr intime E-Mail-Freundschaft oder vielleicht auch mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe schon gelesen, es ist Ende tragisch. Naja, ich weiß es nicht. Ich werde sehen, aber ich freue mich schon drauf. Dann, was unbedingt gelesen werden muss, demnächst bald überhaupt, The Handmaid's Tale von Margaret Atwood. Ich versuche es auf Englisch. Mal gucken, wie weit ich komme. Sibylle Berg. Vielen Dank für das Leben. Alle schwärmen immer von Sibylle Berg. Ich muss auch mal was von Sibylle Berg lesen. Ich dachte, bevor ich jetzt viel Geld für das neue Buch ausgebe, lese ich erstmal ein älteres und gucke, ob es mir gefällt. Aber alle schwärmen und ich. Ja, Sibylle Berg. Ich bin sehr gespannt. Dann will ich unbedingt lesen von Rainer Kaiser Mühlecker, Fremde Seele, Dunkler Wald. Das ist quasi der Vorgänger von Enteignung, was ich euch ja schon mal vorgestellt habe. Ich mochte einfach die Schreibweise von Mühlecker so sehr. Kaiser Mühlecker. Ja, und ich freue mich schon. Das klingt auch sehr, 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 sehr gut. Dann Nino Haratischvili, mein sanfter Zwilling, weil die Katze und der General mich so begeistert hat und das hier sehr interessant klingt und ich nicht diesen 1000-Seiten-Wälzer lesen will von Das achte Leben, obwohl das so gut sein soll. Aber ich probiere es erstmal damit. Wenn das auch so gut ist wie die Katze und der General, dann probieren wir es mal mit dem dicken, dicken Wälzer. So, ein sehr dicker Wälzer. Der soll auch demnächst jetzt eigentlich folgen. Mal sehen, ich glaube, ich muss Harry Potter aussitzen und das erst lesen. Denn der Autor kommt nach Potsdam. Und ich freue mich. Mischa und die TED, nee, Max Mischa und die TED-Offensive von Johan Harstad. Und Johan Harstad ist ein norwegischer Autor, glaube ich. Und ja, auch so ein 1000-Seiten-Klopper, aber ich höre nur Gutes. Ich höre nur Gutes darüber und deswegen bald muss es gelesen werden. Hoffentlich. Dann Isabel Lehn, Frühlingserwachen. ja, habe ich auch bisher nur Gutes darüber gehört und es soll einen durchschütteln, wurde mir gesagt. Ich mag Bücher, die mich durchschütteln, also müssen wir. Ich und meine gespaltene Persönlichkeit müssen dieses Buch lesen. Dann habe ich mir gekauft zum Indie Book Day von Anke Stelling Fürsorge. Anke Stelling hat ja auf der Leipziger Buchmesse den Belletristikpreis bekommen für Schäfchen ins Trockene. Genau, und das hier finde ich aber klingt sehr viel interessanter, denn es geht um eine Mutter-Sohn-amourös-Beziehung, also sehr skandalös, sehr irr, aber klingt interessant. Deswegen, das außerdem hat es mir die Buchhändlerin des Vertrauens empfohlen und deswegen. Genauso wie dieses hier, Ich kann dich hören, von Katharina Mewissen, habe ich mir auch zum Indie Book Day gekauft und darin geht es um einen türkischen Cellospieler, ja, der irgendwas findet, was er eigentlich nicht hätte finden sollen. Und die Buchhändlerin meines Vertrauens hat gesagt, es ist ein unglaublich schönes Buch, das
beschreiben kann, also Katharina, wir wissen, die Autorin kann wohl sehr schön Musik in Worten darstellen, was ich unglaublich schwierig finde und ich bin sehr gespannt, das klang sehr, sehr schön. Dann ein Kurzgeschichtenband von Leslie Nekarima, ich spreche das bestimmt falsch aus, weil denn der Titel ist schon so großartig, was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt, das ist im Kulturbuchs Verlag erschienen, da ist auch das wunderbare von Piper Goldschmidt Weltraumordnen Dingens. Ganz, ganz tolles Kurzgeschichtenbuch. Und ja, ich bin sehr gespannt. Habe ich mir auch zum Indie-Book Day gekauft und will es bald lesen, hoffentlich. Kurzgeschichten und ich sind ja immer so eine Sache, die liegen dann immer so eine Weile rum. Aber Piper Goldschmidt zum Beispiel in einem Stück, weil das war, die waren so gut. Ich kann, also wirklich so gut. Dann, was auch demnächst gelesen werden soll, Walter Mörs Der Bücherdrache. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Buch, weil ehrlich gesagt die letzten, also Die Stadt der träumenden Bücher ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher ever. Der Nachfolger allerdings, das Labyrinth der träumenden Bücher ist es, glaube ich, habe ich nicht mal zur Hälfte durchgehalten, weil ich das so langweilig fand am Anfang. Und ich habe es ja auch nicht wieder in die Hand genommen, so schönes Buch. Ich habe das Hardcover-Buch gekauft und teuer und überhaupt. Aber ich fand es ganz, ganz schrecklich. Die mit dem albtraumfarbenen Nachbar, dieses mit der Prinzessin und dem Albtraum Monster. Das war zwar ganz süß gemacht und linguistisch total spannend und so, aber so richtig vom Hocker gerissen hat es mich auch nicht. Das Weihnachten in der Lindwurmfeste fand ich wieder sehr niedlich, aber es war halt auch sehr kurzweilig und ich hoffe, dass das jetzt wieder gut wird. Ich habe ganz verschiedene Dinge gehört. Viele sagen aber, es ist wieder sehr gut und kommt an Stadt der träumenden Bücher ran und ich hoffe, hoffe. Es sieht so cool aus und ich meine, es ist ein Bücherdrache. Großartig. Ja, Walter Mörs. Mal gucken. Dann, wovon auch alle immer reden, Amelie Nothomb. Habe ich auch noch nie was gelesen. Böses Mädchen klang gut und ich bin gespannt. Ich brauche mehr Gehirne, um mehr Bücher lesen zu können, schneller hintereinander. So ist das. Juli C. Unter Leuten. Ja, ja, ich weiß, alle haben es schon gelesen. Alle finden es ganz toll. Ich habe dafür 4 andere Bücher von Juli C. gelesen. Ihr wisst es, gespalten mit ihr und so. Unter Leuten soll dieses Jahr endlich mal gelesen werden und ich bin gespannt, ob es mich ebenso begeistert wie alle anderen. Dann ein Buch, mit dem ich schon sehr lange kämpfe, wie ihr seht. Was heißt kämpfe? Es ist gar nicht, also Wicked von Gregory Maguire. Die Vorlage zu dem gleichnamigen Musical. Das Buch ist ganz, ganz anders. Es ist ganz, ganz großartig. Ich habe es angefangen auf Englisch zu lesen. Mir war es ehrlich gesagt zu schwer auf Englisch, weil es echt politisch und gesellschaftlich ganz schön deep geht. Und dann habe ich es mir nochmal auf Deutsch geholt. Ist sehr gut, aber es ist jetzt halt auch nicht, ja, es ist nicht so flüssig. Und wenn man dann was Flüssiges braucht, dann habe ich immer irgendwie so was anderes. Aber ich will es unbedingt noch auslesen, weil ich finde es wirklich gut. Elphaba ist so eine interessante Figur. Okay, dann was unbedingt gelesen werden muss. Charlotte Brontë, Jane Eyre. Ich liebe die Verfilmung mit Mia Wasikowska und Michael Fassbinder so sehr. Und ich will unbedingt das Buch endlich mal lesen, damit ich die Vorlage kenne, weil es ist blöd sonst. Dann, das liegt auch schon sehr lange hier, Krusu von Lutz Seiler. Alle haben auch davon geschwärmt. Ich liebe seine Gedichte so sehr. Ich finde diesen Mann auch so unglaublich grundsympathisch. Ja, deswegen Kruso. Muss jetzt endlich mal gelesen werden. Genauso wie Robert Menasse, die Hauptstadt. Der kommt jetzt zu Lit Potsdam und kann so mal wenigstens mal das Buch gelesen haben, wenn der schon hier kommt und so. Naja, aber das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr bis dahin. Dann, was ich auch unbedingt lesen will, ist Lina Wolf, Brett Easton Ellis und die anderen Hunde. Das ist der Vorgängerroman zu Die Polyglottenliebhaber. Die Polyglottenliebhaber fand ich sehr, sehr gut. Und hier geht es um ein Bordell, in dem die Hunde der Prostituierten nach männlichen Schriftstellern benannt sind. Schon allein das klingt so verrückt, dass es gut sein muss. Und ich bin sehr gespannt. Und das war's. 19 Bücher im Schnelldurchlauf. Ja, und wir gucken einfach mal. Ich freue mich auf jedes einzelne von diesen. Ich denke aber, dass da tatsächlich immer noch Sachen dazwischen kommen werden, so wie es immer ist. Vielleicht schaffe ich dieses Jahr auch gar nicht so viel. Ich weiß es nicht. Meistens, also viel, ein paar sind auch ganz schön dick. Da braucht man ja auch immer eine Weile für. Und da ich jetzt gerade im Harry Potter Fieber bin, verschiebt sich das sowieso alles nochmal. Wie dem auch sei. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas habt wie eine Leseliste, ob ihr irgendwie fanatisch daran seid, euren Stapel ungelesener Bücher abzuarbeiten oder ob ihr sagt, pff, ist mir doch egal, Bücher sehen immer schön aus im Regal, bin ich ja grundsätzlich auch der Meinung. Ja, ich habe mir jetzt schon wieder eine Buchkaufsperre auferlegt, ich weiß aber, dass ich die
nee, ich muss ja dann die Glattauer gegen, gut gegen Nordwind und das Leben ist eines der härtesten. Das muss ich natürlich noch kaufen, aber nicht sofort, es sei denn, ich will sofort lesen. Das ist immer ein Dilemma. Dann denke ich, ich will ein Buch sofort lesen und dann kaufe ich es mir und dann lese ich es vielleicht dann doch nicht sofort. Kennt ihr das? Ja, wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Welttag des Buches. Ich hoffe, ihr habt heute schöne Leseerlebnisse und überhaupt noch schöne Leseerlebnisse dieses Jahr. Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gesagt, was, weiß ich nicht, eure Top 5 der Bücher sind, die ihr dieses Jahr lesen möchtet. Wenn ihr wollt, gerne auch alle 19 oder mehr oder ob ihr sowas gar nicht habt, ob ihr euch einfach treiben lässt. Ich finde das ja eigentlich auch, eigentlich mache ich das auch so. Ich lasse mich treiben. Aber ein bisschen am Sub arbeiten muss man ja auch. Sub, Sub, am Stapel der ungelesenen Bücher. Wie dem auch sei. Denkt immer daran, ihr seid nicht verrückter, als ich es bin und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis dann. Tschüss.